und herzlich willkommen zu einem neuen News-Update vom Spiel Farm Together 2. Es ist etwas, wie die Entwickler zu Recht in ihrer Notiz geschrieben haben, worauf sehr viele sehr, sehr lange drauf gewartet haben und auch sich richtig drüber freuen werden, wenn sie es noch nicht mitbekommen haben. Und auch wenn sie es mitbekommen haben, haben sie sich hoffentlich auch schon drüber gefreut. Es gibt insgesamt drei große Sachen, mit denen, über die ich heute sprechen möchte. Zum einen gibt es neue Bäume, die wir setzen können. Da ist einmal der Walnussbaum. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ab wann er frei ist, weil ich bin jetzt mit der Farm hier auf kurz vor 151. Den müsst ihr leider sehr, sehr teuer kaufen für 10.500 Goldgeld, wie auch immer, pro Stück. Bringt euch dann auch nur 10 XP zum Hinsetzen, aber das ist ja nebensächlich. Der gibt euch allerdings einen Ertrag, jetzt auf Stufe 1 komplett ungelevelt schon von 210, was schon ziemlich gut ist, würde ich sagen. Und er gibt euch Erdnüsse und 13 XP jedes Mal, wenn ihr ihn abfarmt. Abfarmen könnt ihr ihn übrigens in den Jahreszeiten Sommer und Herbst. Wenn wir den dann hingestellt haben, dann können wir insgesamt noch weitere Bäume bauen. Beziehungsweise in diesem Fall fehlt mir jetzt noch der Orangenbaum. Und ich sehe gerade, nee, das war dieser goldene Licious. Wenn wir insgesamt Level 40 beim Zitronenbaum haben, Level 25 beim Orangenbaum und Level 15 beim Limettenbaum, können wir noch einen weiteren Baum hinstellen. Ich kann euch den jetzt leider nicht zeigen, weil ich den jetzt nicht freigelevelt habe. Entsprechend dann auch Level 45 beim Orangenbaum, Level 25 beim Limettenbaum und ich vermute mal Level 15 bei dem vorherigen Baum hier. Dann kann man die nächste Variante davon freischalten. Dann gibt es noch den dritten Baum, da müsst ihr dann Level 30, ich vermute mal von der zweiten Variante hier haben. Und dann gibt es noch einen weiteren Baum. Da müsst ihr dann hier diesen neuen Walnussbaum erstmal setzen und auf Level 20 bringen. Da das jetzt natürlich alles gerade heute erst geupdatet wurde und ich jetzt sofort das Video mache, kann ich euch die leider natürlich noch nicht zeigen mit den einzelnen Details. Dann gibt es noch einen weiteren Baum. Dafür müsst ihr den Kiefer auf Level 40 haben und den Walnussbaum, also den neuen Baum auf Level 20. Dann müsst ihr einmal den Walnussbaum auf Level 40 haben und ich vermute mal den Baum hier wahrscheinlich dann auf Level 20, um diese Variante hier zu kriegen. Und um die letzte unbekannte Variante zu kriegen, müsst ihr den Kiefer auf Level 50 haben, den Walnussbaum auf Level 25, also den neuen, und ich vermute mal den hier vor dann auf Level 15 haben, um den dann auch freizuschalten. Dann eine neue Erneuerung wäre, dass eigentlich auf der Karte angezeigt werden soll, wenn irgendwo Wasser gebraucht wird. Ich denke aber, dass ich jetzt gerade das Glück habe, dass ich nirgendwo Wasser brauche. Deswegen werde ich mir mal eben eine Stelle neu pflanzen und werde dann nochmal eben mit euch auf der Karte gucken. So, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Weizen abgeerntet, nachdem ich dann festgestellt habe, dass ich komplett hier unten überall Sprenkler drauf hatte. Und natürlich da nicht angezeigt wird, dass irgendwo Wasser benötigt wird. Ihr seht schon, allerdings erst beim näher ranzoomen, weil beim weiter weg fällt es jetzt nicht so auf. Vielleicht auch nur, weil es nur eine kleine Stelle ist. Aber ihr seht schon, es ist jetzt mit Blau und mit X-chen hier verziert, dass hier Wasser gebraucht wird. Finde ich keine schlechte Idee, weil natürlich gerade solche Sachen, da ist es auch eine große Hilfe, wenn man zum Beispiel auf andere Farmen geht oder natürlich auch auf seine eigenen Farmen, um dann zu wissen, okay, da wird jetzt noch was gebraucht, da muss jetzt nochmal gegossen werden und so weiter und so fort. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, haben die Entwickler sehr, sehr gut eingeführt. Und damit kommen wir jetzt zur am heißesten, naja, mitunter. Es gab noch eine andere Neuigkeit, die immer noch heiß erwartet wird. Ankündigung, die wir jetzt noch machen können. Dafür muss ich allerdings mal kurz zur Stadt reisen. Und zwar muss ich jetzt mal eben schauen, ob ich jetzt in der Stadt noch etwas frei habe. Hier vorne habe ich noch etwas frei. Wir können uns jetzt für 3 Medaillen den Koop-Laden kaufen. Tausche deine Pling, Daumen nach oben, Gunst gegen Ressourcen, Geld oder temporäre Boosts ein.
woher sie wohl diesen Daumen nach oben haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich kaufe mir jetzt erstmal den Laden und werde mit euch gemeinsam einmal anschauen. Oder auch nicht, weil direkt ein Hinweis kommt. Gunst und Boost. Wenn du der Farm eines anderen Spielers beitrittst, kannst du Gunstpunkte verdienen. Also ein Pendant quasi zum XP-Boost. Die verwendet werden können, um Belohnung zu erhalten, wenn du zurück auf deine Farm gehst. Fast jede Ernte wird deinen Daumen nach oben Gunstzähler erhöhen. Questbezogene Ernte erhöhen ihn weiter. Ah, das heißt wohl, wenn man Leuten bei den Quests hilft, so verstehe ich das, wird sogar noch ein bisschen mehr erhöht. Die maximale Menge an Gunst, die du verdienen kannst, hängt von deinem Spielerlevel ab. Gunst kann im Kooperationszentrum in der Stadt gegen verschiedene Belohnungen wie Geld getauscht werden. Geld oder bestimmte Ressourcen oder einen zeitbegrenzten Boost, der die Ausbeute beim Ernten für eine bestimmte Zeit erhöht. Mir wäre es jetzt persönlich lieber, wenn wir jetzt genau wüssten, um wie viel das Ganze jetzt erhöht würde. Schauen wir mal rein, ob wir uns das hier angucken können. Wahrscheinlich noch nicht, weil wir noch kein Gunstlevel haben. Gunst einlösen in 30 Sekunden. Wir haben... Also Tausch. Achso, hier oben können wir das dann ein... Ah, eine Gunst. Also wenn man... Ich weiß ja nicht, wie schnell das geht. Das testen wir gleich mal eben aus. Würde uns 25.250 Geld geben. Was etwas komisch ist, weil das so ein krummer Betrag ist. Aber okay. Dann kann man das Ganze auch gegen 13 Edelsteine eintauschen. Jetzt wird es interessant. Auch gegen Diamanten. Allerdings braucht man da schon 5 Gunst. Ich nehme aber mal an, dass wir nicht so viele davon holen können, weil wir können nämlich jetzt nur 72 auf dem ersten Level davon machen. Ich hoffe, dass man die dann auch nochmal höher leveln kann und dass das nicht nur so wenig bleibt. Ja, oder gegen Ressourcen, da kann man dann, genau, da kann man verschiedene Ressourcen, man wird auch direkt angezeigt, was man schon hat, das finde ich auch sehr gut. Kann man halt verschiedene Ressourcen auswählen. Ist nur ein bisschen blöd, dass man da so durchklicken muss. Also das könnten sie noch ein bisschen verbessern, dass dann vielleicht bei den Ressourcen so ein eigenes Fenster aufgehen würde, dass man halt eben nicht komplett hier durchklicken muss. Allerdings gehe ich da wirklich von aus, dass die wenigsten das in Ressourcen umwandeln würden. Weil, ja, warum sollte man, ne? Also der XP-Boost, den würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Allerdings ist der dann offenbar nicht mehr so lange. Wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern man das vielleicht leveln kann. Das wäre auf jeden Fall gut. Ansonsten können wir gerade mal, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 35,5 Minuten. Ja gut, 35, doch, das war glaube ich auch das, was vorher gewesen ist. So 30, 35 Minuten, wenn man den komplett voll hat. Also ich persönlich würde es eher gegen XP-Boost austauschen, zumindest so lange, bis ich dann eben tatsächlich die Sachen auf Maximalwert habe. Danach würde ich auf jeden Fall die Medaille nehmen, also ich persönlich jetzt, weil das halt wirklich das ist, was man am allerschwierigsten bekommt. Medaillen und Edelsteine. Wobei, ja, Medaillen, also die Edelsteine braucht man natürlich ständig. Aber auch nur, bis man alles ausgelevelt hat, von der Größe her, von der Farm her. Danach braucht man es nur noch zur Deko im Endeffekt. Und Medaillen braucht man für alles. Natürlich auch nicht ständig, sondern nur, bis man überall dann Sprenkler und so weiter drauf hat. Deswegen muss natürlich jeder dann für sich selber wissen, was er nimmt. Aber ich finde es unheimlich klasse. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal auf eine andere Farm drauf und schaue mal ein bisschen, wie lange das ungefähr dauert, bis man sich eine Gunst erarbeitet hat. Wir sind jetzt bei Ponderosa auf der Farm und ja, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel machen werde. Ich möchte jetzt tatsächlich nur mal schauen. Oh, ich muss aber sagen, es sieht hier sehr schön aus. Allerdings ist hier leider nicht von Anfang an etwas, wo man dann... Da sind sie. Wo man dann seinen Tank aufladen kann. Also so sieht das Ganze jetzt aus wie oben links. Und ich schau mal, man darf ja bei den Quests helfen. Ich schau mal, wie viel ich jetzt hier zum Beispiel durch die Tiere erhalte. Jetzt habe ich hier, ja, es tut mir leid, ich habe jetzt die anderen Tiere jetzt hier gerade. Es ist ein bisschen blöd, dass da unten der Streifen offen ist. So, ach, das füllt sich auf und dann haben wir eine Gunst. Okay, also 1, 2, 3, 4 und dann hätten wir eine Gunst. 3. Ja gut, da ist jetzt immer so ein Stückchen, kann man schlecht... Also ungefähr 4 Mal.
Und dann hat man eine Gunst erarbeitet. Okay, das wäre jetzt bei etwas wie dem hier. Was ist denn zum Beispiel, wenn wir Fische angeln? Oh, das bringt wesentlich weniger. Vielleicht auch nur, weil wir jetzt nur einmal klicken mussten. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also wir laufen hier mal so ein bisschen ab, aber es kommt dann immer nur so ein ganz klein wenig. Ihr seht schon, wenn ihr den Leuten bei den Quests hilft, hilft euch das auch immens. Jetzt sind die Fische natürlich voll. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier weiter abernte. Schönen Gruß an den Inhaber oder der Inhaberin der Farm. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was ich für Rechte habe. Ich will halt nur mal eben so ein bisschen gucken, wie viel wir eben brauchen. Ich will das Video natürlich auch nicht zu lange halten. Wir werden gleich mal zu den Blumen rübergehen. Ich gucke jetzt nur mal eben, wie viele von diesen Teichen. Wir haben jetzt einmal den großen Teich gemacht und sind jetzt ja quasi alle kleinen Teiche hier abgelaufen und haben jetzt ein einziges dazu bekommen. Sieht übrigens sehr schön aus hier. Das muss ich mir echt mal merken. Einmal die Clownsfische. Und dann werden wir mal gucken, wie das hier bei den Blumen aussieht. Ja, zwei. Das sind natürlich wieder höhere. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. 12, ich mache mal nach oben hin 13, ist aber noch nicht ganz, ja. Also so 13, 14 braucht ihr auf jeden Fall. Jetzt, wie gesagt, muss man dazu sagen, es sind auch schon höherwertige Blumen hier, damit man einen einzigen kriegt. Also ihr müsst wirklich sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel helfen, um dann tatsächlich eure Gunst voll zu kriegen. Aber man muss jetzt dazu sagen, es lohnt sich natürlich auch. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal so ein bisschen fleißig weiterarbeiten und ja, dann werde ich mal schauen, was ich dann am Ende rauskriege. Also, ich kann jetzt schon mal so ein kleines Fazit zwischendurch ziehen. Und zwar sind wir jetzt, ja, grob eine Viertelstunde, glaube ich, hier auf der Farm drauf, wenn ich die Uhrzeit richtig in Erinnerung habe. Und wir haben jetzt 28 von 72 gerade mal geschafft. Das heißt, wenn ihr durchgehend arbeiten könnt und auch entsprechend etwas mehr habt, dann wird es wahrscheinlich so ausgehen, dass ihr ja zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde insgesamt braucht, damit ihr dann auch tatsächlich euren Zähler komplett voll habt. Ich werde das nochmal komplett durchtesten, wirklich mit Stoppuhr und allem drum und dran. Ich habe es leider jetzt vergessen, die Stoppuhr dann auch noch zu machen. Aber so grob könnt ihr euch darauf einstellen, wenn ihr durcharbeiten könnt und natürlich nicht zwischendurch Pause machen müsst. Je nachdem, was ihr machen müsst, zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde. Also wenn ihr es ein bisschen mischt mit Quests, ihr seht ja, bei den Quests wird das unheimlich hochgeschleudert, unheimlich hochgepusht von den Werten her. Nur man hat natürlich nicht immer nur Sachen, die man dann eben auch mit der Quest machen kann, sondern man möchte natürlich auch so helfen. Und dementsprechend, wie ihr seht hier bei den Blumen, dauert das dann auch ja wesentlich länger, wenn ihr da helft. Und ja, also ich sag mal so grob, zwischen einer halben Stunde vielleicht, wenn es gut läuft, mit den, dass ihr auch Quests machen könnt und so weiter. Und einer Dreiviertelstunde, die ihr normalerweise höchstens brauchen solltet, um einmal das Ganze voll zu kriegen. So, ihr Lieben, und jetzt zum Abschluss möchte ich mit euch nochmal einen ganz kurzen Test machen, nämlich was dieser XP-Bonus zum Beispiel bei den Blumen bringt. Deswegen werden wir jetzt mal hier drauf gehen. Ich screenshotte das Ganze mal eben. Das kriegen wir raus. Also ich behalte mal die 280 als XP. Dann werde ich mal kurz in die Stadt gehen und mir einen Bonus holen. So, und ihr seht schon, für die 38, die ich jetzt eingeholt habe, ich sag mal die 38 Likes, würde ich jetzt 19 Minuten holen, wo ich den XP-Boost bekommen kann. Das werde ich jetzt machen und damit werden wir jetzt abfahren. Dann schauen wir mal, wo jetzt der Unterschied liegt. Wir haben jetzt 516.
80 XP erhalten. Ich kann euch tatsächlich nur sagen, es lohnt sich. Ja, das war's jetzt alles mit den Neuerungen und dem kleinen Experiment, was ich noch hinten dran gehangen habe. Schreibt mir doch gerne eure Kommentare dazu. Freut ihr euch über dieses Update, dass wir endlich was für unsere Mühen bekommen? Findet ihr, dass das Ganze zu lange dauert oder dass es okay ist, dass es ähnlich ist wie beim alten? Ich meine, es ist ungefähr ähnlich. Ich meine, da musste man auch so ungefähr eine halbe Stunde arbeiten, damit man dann einmal komplett, den XP-Bonus voll hat, sage ich jetzt mal. Und denkt bitte dran, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, ich glaube, ich habe es vorgelesen, dass das Ganze abhängig von eurem Spielerlevel ist. Das heißt, je höher natürlich euer Spielerlevel ist, umso mehr könnt ihr dann erhalten. Ich hoffe, dass es noch eine Möglichkeit geben wird, das Ganze zu leveln im Laden. Ich befürchte allerdings nicht. Ich befürchte, dass es dann nur am Spielerlevel selber hängen wird. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like noch zusätzlich da. Ihr könnt mich natürlich auch gerne abonnieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ich werde jetzt erstmal fleißig meine Blumen abfarmen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.